Ja, Freunde, wir sind wieder zurück auf dem Stylus Uncut Channel. Heute mal wieder mit einem Video, was ich echt schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich weiß, eigentlich jeden Sonntag die Uncut-Runden. Wer es nicht mitbekommen hat, das musste ich jetzt so ein bisschen unterbrechen bzw. auch ändern. Schaut euch dazu gerne das Retalk-Video auf meinem Kanal an. Aber so richtig Warzone als Zuschauer bzw. Watchzone so auf VPN-Servern und sowas, das haben wir echt lange nicht mehr gemacht. Und heute habe ich ein Experiment gestartet, was irgendwie, glaube ich, nicht ganz funktioniert hat. Also bin ich mir sogar ziemlich sicher. Denn wir spielen hier gerade über den No-Lag-VPN. Moin. Wir spielen hier über den No-Lag-VPN auf einem Neuseeland-Server. Wo hat der, warte mal, wo hat der gerade seinen Molly hingeschmissen? Der hat einfach den hier gemacht. Als würde er irgendwie einen Zuschauer abwerfen wollen oder so. Okay, Podi 2710 mit Level 27. Scheint nicht so ultra blessed jetzt gewesen zu sein. Also Molly hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ihr seht aber auch oben links Latenz. Okay, jetzt gerade 0 Millisekunden, aber gleich werden wir auch die Latenz von dem Spieler, dem wir zuschauen, sehen. 58 Millisekunden. Okay, ich hatte gerade 31 Millisekunden. Das kann ja, also das ist ja rein rechnerisch schon gar nicht möglich auf Neuseeland-Servern. Ganz kurz für die Leute, die eventuell gerade verwirrt sind. Wir haben das schon öfter gemacht. Ich habe mal Lobbys aus Ägypten zugeschaut, aus Indien, aus Israel, alles mögliche, und sind immer ganz, ganz wilde Runden dabei entstanden. Das wollte ich jetzt mal mit Neuseeland machen, denn der No-Lag-VPN soll so angeblich der beste VPN oder das beste VPN-Tool für Warzone sein. An der Stelle ganz kurze Information. Ich werde auch ab sofort mal wieder häufiger ganz normal auch selbst regulär VPN spielen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getan habe, irgendwie im Mai oder so, vielleicht sogar noch früher, also es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal VPN gespielt habe, und ihr wisst ja auch, dass ich damit immer sehr, sehr ehrlich und... Was macht Podi eigentlich? Er will unbedingt zu Prison Digger. Ja, okay. dass ich da immer ehrlich bin, das auch immer sage, wenn ich VPN spiele. Und ich werde damit jetzt wieder anfangen, denn die EU-Lobbys sind komplett voll mit Hackern. Und wir haben schon immer die Erfahrung gemacht, dass in VPN-Lobbys eigentlich weniger Hacker unterwegs sind. Wir probieren das jetzt die nächsten Tage auch häufiger dann mal wieder aus, auch im Stream. Und wenn das wirklich dazu führt, dass ich dann auf weniger Hacker treffe, ich weiß, sehr viele von euch sind da kein Fan von, wenn man VPN-Lobbys spielt, aber ohne Scheiß, dann höre ich mir lieber den ganzen Tag an von irgendwelchen Trotteln, dass ich in EU-Lobbys nichts gerissen bekomme und ich deshalb VPN spiele, als mich den ganzen Tag in EU-Lobbys wegcheaten zu lassen, weil das macht auch keinen Sinn. Wenn wir da irgendwie in 10 Runden irgendwie 7-mal weggehackt werden oder auch bei jedem Tod einfach so ein bisschen denken müssen, so, oh, hatte der jetzt an oder nicht, dann spiele ich lieber VPN ohne Scheiß. Und ja, keine Ahnung, hören wir das Rumgeheule da von ein paar Leuten an. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Aber aus diesem Grund habe ich mir eben No-Lag VPN zugelegt und habe jetzt eine Runde gesucht mit Server Neuseeland. Warte mal, das kann ich euch natürlich auch zeigen. Der Ingame-Standort ist auch auf Neuseeland. Hier, guckt mal, Auckland, NZ für New Zealand. Und das schickt mich aber in eine Lobby, wo ich einen Ping von, ja, 50, 60 Millisekunden habe. Das kann dann eigentlich nicht sein. Ich habe jetzt echt lange auch nach der Lobby gesucht. Ging bestimmt so 3, 4, 5 Minuten schon fast. Und das ist die Lobby, die wir bekommen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir schauen jetzt hier einfach mal zu. Ob, unabhängig davon, ob es jetzt eine Neuseeland-Lobby ist oder nicht, der liebe Podi scheint jetzt nicht der beste Spieler zu sein. Also er wollte auch unbedingt dann zu Prison, ne? Und auch an der Stelle mal wieder, ich weiß, viele kriegen das irgendwie immer so in den falschen Hals, wenn ich irgendwie jemanden zuschaue, der halt einfach nicht so gut ist oder so. Viele denken dann, keine Ahnung, oh, ich will die Person dahinter irgendwie schlecht machen oder sowas. Nee, ganz und gar nicht, aber es ist halt irgendwie witziger als jemand, der irgendwie jeden Tag 4 bis 5 Stunden Warzone spielt im Stream, dann jemanden zu sehen, der nicht in der eigenen Lobby ist, der so... Ja, der so planlos quasi durch die Gegend läuft, weil die Leute in unseren Lobbys sind halt teilweise, ja, die wissen Bescheid über das Spiel. Und der Kollege ist hier gerade irgendwo hochgeklettert und direkt wieder runtergefallen. So, ne, also man merkt das schon. Keine Steps. Da, also Podi, ich kann jetzt schon wirklich ohne Witz urteilen von seinem Movement, wie er auch in Gulag gespielt hat und sowas, ist wirklich kein guter Spieler. Und das meine ich auch wirklich gar nicht böse, ohne Scheiß, richtig viele Leute, RIP, interpretieren da immer sowas rein, so auch als wäre es irgendwie wichtig in einem Spiel wie Warzone oder so gut zu sein, als wäre das irgendwie etwas, womit man sich krass brüsten könnte oder sowas. So, scheiß doch mal drauf, wie gut oder schlecht jemand ist. Vor allem hat jeder mal schlecht angefangen. Und wenn ich mich darüber witzig mache, dann meine ich das nicht irgendwie im abgehobenen Sinne von wegen, so, ich bin so viel besser wie die. Aber manche Leute, oh, also Kommentarsektion auf YouTube ist manchmal echt wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, manche Leute sehen da irgendwo das, was sie sehen wollen. Oder hören daraus, was sie hören wollen. Aber ich will mich eigentlich nie über die Leute... irgendwie persönlich lustig machen, von wegen so, mein Gott, wie kann man so dumm sein oder sowas. Sondern es ist einfach krass zu sehen, dass es solche Leute gibt. Und der läuft hier auch wieder voll planlos rum, ne?
Also es kann ja nicht sein Ernst sein, dass er jetzt hier in so, okay, was ist das auch für eine Zone, in Prison einfach oben landet und einfach hier durch die Gegend guckt und so spielt. Markiert sich hier, das ist keine Kiste, Bruder. Sina, das ist keine Kiste. Das ist krass. Ich bin wirklich mindblown, ne? Ich bin wirklich mindblown. Ich will mir danach auch unbedingt anschauen, was die Lobby für eine Average KD hatte und sowas, was die Leute hier generell, das sehe ich ja während dem Spiel nicht, was sie für KDs haben und so. Weil, ganz kurz an der Stelle übrigens, wir wissen, niemand weiß, außer Activision, Raven Software und sowas eventuell selbst, wie das Matchmaking wirklich funktioniert. Es gibt ein skillabhängiges Matchmaking-System, das sich in Lobbys packt mit ungefähr gleich guten Spielern. Kann nicht immer funktionieren, weil nicht immer zum gleichen Zeitpunkt 150 Spieler eine Lobby suchen, die gleich gut sind. Der wird doch gesniped. Okay, dann schauen wir Stewie zu. Das kann nicht immer... Level 11? Bruder, was ist das für eine Lobby? Holy shit. Das kann nicht immer funktionieren. Aber wir wissen nicht, wie genau das Matchmaking funktioniert, weil Activision da ganz, ganz viele Patente für angemeldet hat und da 0,0 transparent ist, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Warzone ist geil, so, ne, was sie da auf die Beine gestellt haben, unnormal geil. Das hat mir auch sehr viel ermöglicht. Aber was Matchmaking sowas angeht und Transparenz, muss man einfach sagen, Schmutz. Muss man wirklich ohne Scheiß sagen, Schmutz. Die sind da wirklich 0,0 transparent. Haben sogar mal abgestritten, dass es in Modi mit großen, also großen Spielermengen wie im Warzone, dass es da gar kein Skill-based Matchmaking gibt. Das wurde schon eine Milliarde Mal das Gegenteil bewiesen. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Aber wir wissen nicht genau, wie das Matchmaking funktioniert. Und dementsprechend verstehe ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt, also was das für eine Lobby ist. Hat das Matchmaking jetzt, weil ich so lange gesucht habe, gesagt, okay, scheiß drauf, die Verbindung zum europäischen Server ist irgendwie nicht gut genug und schickt mich irgendwie in die nächstbeste Lobby, was Ping und sowas angeht und scheißt dann auf das Skill-Based Matchmaking, sondern schickt mich halt einfach in die nächstbeste Lobby, was Ping angeht. Aber wie gesagt, das ist alles nur Theorie und wir werden da keine Antwort drauf bekommen. Richtig viele denken da immer irgendwie, keine Ahnung, sie haben das Matchmaking-System verstanden, ah, ihr spielt VPN, weil damit, das habe ich wirklich als Argument gelesen, damit trickst ihr die Server aus und ihr bekommt die schlechteste Lobby, die gerade irgendwie am Start ist. Das ist einfach nur eine Theorie, die einfach jemand rausgehauen hat, die 0,0 Beweise, also dafür gibt es keine Beweise, weil das Matchmaking-System an sich auch einfach nicht öffentlich ist. Das ist halt, wie gesagt, nicht transparent. Wir wissen nicht genau, was in dieses Matchmaking-System damit einfließt. Und ich schaue hier seit irgendwie 7 Minuten dieser Lobby zu und nichts anderes ist passiert, außer dass die Leute hier oben auf Prison rumklettern. Stewie! Hallo, bist du da? Bist du wach? Das ist krank. Das ist wirklich krank. Aber die Leute sterben hier trotzdem weg, wie die fliegen. 59 live bei erster Zone. Totenstille will er auch nicht mitnehmen, der liebe Stewie. Er ist legit halt wirklich ein Level 11er. Er ist einfach ein Level 11er. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich bin mir sicher, er hat auch keine Ahnung von der Map, von irgendwas. Ich versuche mich gerade in ihn hineinzuversetzen. Er sieht so auf der Map, oh ja, Prison. Da lande ich, hat 2 Kills hier irgendwie gemacht und guckt jetzt halt einfach ein bisschen durch die Gegend, weil er keine Ahnung hat, wie überhaupt das Spiel so vom Spielfluss funktioniert. Und wie gesagt, das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, er weiß es halt nicht. Er weiß es halt nicht. Wenn ich Stewie wäre, würde ich es auch nicht wissen. Weil woher? Wenn du dich nicht jeden Tag damit beschäftigst oder wirklich mal intensiv damit beschäftigt hast. Das ist krass. Das ist wirklich krass, weil hier wird keine Sau mehr sein. Wobei in der Lobby, vielleicht sind hier auch noch 5 Leute irgendwo in Prison. Ich weiß nicht. Wirklich, ich würde auf nichts wetten. Er hat hier direkt vor sich irgendwas markiert. Hier ist sein Loadout. Da will er auch nicht hingehen. Oh mein Gott. Er hat gerade irgendwie entdeckt, dass man was markieren kann oder sowas. Das erste Mal jetzt geslidet gerade. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Übrigens, meine Render-Texturen sind auf Range, ja. Ah ja, okay, da ist es gerendert jetzt. Ist nicht so super. Scannt hier die... Da landet was. Hat er das auch gehört? Stewie, bitte guck nach links unten. Da ist gerade jemand gelandet und der wird links unten irgendwo seinen Loadout genommen haben. Genauso wie der Loadout von ihm rechts unten irgendwo liegt. Ja, okay, scheiß drauf. Das hat er nicht gecheckt. Das hat er nicht gecheckt. Im Optimalfall kriegt der jetzt auch noch ultra lange Zone. Ja, perfekt, Digga. Und er kann hier einfach für immer bleiben und wir gucken jetzt bis zum Endgame Stewie zu. Der ist nicht bewegt. Nein, gucken wir nicht. Denn er wird gepusht. Leiter. Leiter, er ist oben. Er ist oben. Und der... Oh, Junge, was eine kranke Stun. Und reicht's? Nein, Stewie ist tot. Von NDZ. Woher wusste NDZ? Herzschlagsensor oder was hat der gespielt? Ich habe jetzt nichts von wegen feindliche Drohnen oder sowas gehört. NDZ?
Ndizi ist Level 123. Woher wusste Ndizi, dass der hier oben ist, frage ich mich. Er hat auch seinen Loadout da unten rechts. Der wird, denke ich, mal hingehen. Ja, er geht hin. Der scheint mir jetzt auch eher ein Spieler zu sein, der so ein bisschen Ahnung hat. Ja, hat jetzt auch relativ spät danach seinen Fallschirm gezogen. Sieht gut aus, wird aber direkt angesniped von links unten, glaube ich. Ne, von links oben. Oh, oh. Movemente doch bitte, Movemente bitte. Bleib nicht stehen. Mein Gott. Oder gibt die Platten oder sonst irgendwas. Bleib. Oh mein Gott. Tommy Big Short. Da war tatsächlich sogar wirklich noch einer dann da, ne? Guck mal, die Leiche fällt da links so übel den Berg runter. Aber der kann ja auch nicht blessed gewesen sein, der Gegner gerade. Was schaue ich mir hier gerade für eine Lobby an? Warum habe ich die nicht selbst gespielt? Naja, okay, mit der Zone hätte ich gar keinen Spaß gehabt. Ich wusste gar nicht, da rechts ist ja dieser Bunker, ne? Ich wusste gar nicht, dass die Bunker zum Teil überhaupt noch da sind. Das hat ja nur eine Map. Ich dachte, die sind alle weg. Ich dachte, die sind alle weg, aber man kann da nicht rein, ne? Man kann da aktuell, glaube ich, in gar keinen Bunker rein. Aber das ist auch wirklich eine geile Zone, muss man sagen, wo er sich hier gerade befindet. Also da ist ja immer Ultra-Action. 2 Kills hat der liebe NDZ. Da bin ich gespannt, was das hier noch wird. 31 Leute live, 2. Zone. Ja, achso, übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, so, ne? Wir sind jetzt hier schon mitten irgendwie im Video. Aber wenn ihr das hier gerade seht, lasst unbedingt mal mich in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Video jetzt findet. Wie ihr es findet, wenn ich mal offstream eben nicht Zuschauern zugucke, sondern eben so ein paar Tests auch mit VPN mache und das kommentiere. Habt ihr da Bock drauf, dass da häufiger auch noch solche Videos in die Richtung kommen? Oder sagt ihr so, nee, Schmutz brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt wo wir die Uncut-Runden haben? Aber mir macht's, muss ich sagen, offstream auch echt Spaß, hier gelassen, ohne live zu sein, das Ganze hier aufzunehmen und einfach, oh mein Gott, einfach das Ganze jetzt hier mal so auf gediegen zu kommentieren. Und auch zu wissen, er ist ausgestiegen, hallo, er ist ausgestiegen, hallo, 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 NDZ, links, 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 Digga, bitte, hallo, hallo, er ist links, Bruder, aber der Kollege scheint auch nicht ganz zu wissen. Ja, was sind das für Gunfights? Hallo? Ich wollte noch sagen, ich finde es nice, dass, dass gerade niemand hier live sieht, sondern wirklich nur die Leute auf YouTube. Ey, ist dafür doch. Bruder, Ndizi, hast du Tomaten auf den Augen oder was? 26.000 hat er auch auf Tasche. Wollte auch nicht zu einem Shop gehen die ganze Zeit. Kein Self-Revive, kein gar nichts. Aber mit 26.000 auf Tasche rumlaufen, schmeckt. Wie ruhig das auch hier alles ist, ne? Man hört nichts anderes, außer wenn die ab und zu mal schießen da. Oh, oh, oh. Gegner pusht. Und Ndizi wird langsam. Oh, das ist ein Stuck. Das ist ein Stuck. Das ist ein Stuck. Ich fass es nicht. Was müssen meine Augen hier sehen? 29.000. Bitte, Andi. Also, ich denke mal, heißt Andi. Bitte geh einfach zum Shop jetzt. Kauf dir eine Drohne, kauf dir Self-Revive, gib mal ein bisschen Geld aus, kurbel die Wirtschaft an. Also das... Kommando, ja, 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 er hört mir zu, komm, Self-Revive. Oder noch eine Drohne, ohne jetzt Self-Revive. Ja, klasse. Klasse, so nicht anders. Nichts sieht er auf der Map, gar nichts. Aber Prison ist Gott sei Dank raus aus der Zone, das ist gut. Er hat irgendwas rechts vor ihm schießen sehen, zumindest sieht man das auf dem Kompass oben. Er hat auch eine Sniper noch als Secondary dabei, ne? Aber ist auch sehr gewagt, muss ich sagen, hier eine Pharah mit Axial Arms zu spielen, quasi auf Range, und eine Swiss noch dabei zu haben. Er macht halt gar nichts, wenn irgendjemand ihn mit einer MP pusht, ne? Nein, du setzt dich jetzt nicht hier in den Busch und nein. Nein, und es geht sogar auf. Ich will alles vollkotzen. Ich will einfach nur alles vollkotzen. Oh mein Gott. Das... Ich komme da nicht Kommando, so ganz klar... Er war direkt vor ihm da rechts. Überflug. Ich komme da nicht ganz drauf klar, muss ich sagen, was ich hier alles gerade sehe. Er ist so am Headglitchen. Oh, der Gegner hat aber sogar Platten wieder. Woher auch immer. Hat er einen Plattensack, maybe? Er spielt sogar Fährtenleser. Das ist wirklich der Prototyp. Ja, und jetzt lässt er sich da wirklich abfangen. Oh mein Gott. Und kassiert noch einen Finisher. Uncle Hesam, das war der, den er davor getötet hat. Er war im Gulag, kam wieder und hat sich gerecht.
Aber der kann ja auch nicht wirklich der beste Spieler gewesen sein. Der hatte so oft vorhin die Chance, als der Andi auf das Auto geschossen hat, ihn zu töten. Aber sowas von oft. LC10 und dick reingecashte LC10 auch. Das ist eine Variante aus dem Shop. Self? Ja. Gute Idee. Und was spielt er noch? Ich glaube Amax, oder? Mhm. Okay. Ja, Amax. Krass. Amax übrigens in meinen Augen nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Plünderungsauftrag markiert. Das ist bekloppt. Die Frage ist, wieso markiert er sich da jetzt hier noch einen Auftrag, wenn die Zone doch eh schon kommt? Also, warum? Warum? Noch ein bisschen Geld, aber geht man dann nicht lieber bei 13 Leuten, also 12 Gegnern, so, keine Ahnung, so langsam Richtung Farmen und Richtung Zone oder so? Weil die Lupe, die er hier jetzt annimmt, alles schön und gut so, ne? Aber die Kisten werden alle in Prison sein und er muss ja da früher oder später auch raus. Und dann kann er wirklich für die nächsten 5 Minuten nichts anderes annehmen auch. Okay, nevermind. Hab nichts gesagt. Was ist das für eine Kiste? Was ist das für eine Kiste? Hab alles gesehen. Er nimmt im Prison einen Auftrag an und hier unten ist eine Kiste. 200 Meter entfernt und wirklich einfach am offensten Spot, den es wirklich gibt. Aber wie gesagt, wenn er die Kiste jetzt nicht holen sollte, kann er 4 Minuten 40 keinen Auftrag mehr machen. Drohne holt er sich auch nicht. Auftrag will er auch nicht holen. Aber er hat auch eine Latenz von 150 Millisekunden. Digga, ich werde nicht schlau aus diesem Matchmaking-System. Ich werde nicht schlau aus diesem Matchmaking-System. Er ist zum dritten Mal gerade über diesen Loot gelaufen und hat zum dritten Mal nichts mitgenommen. Wer hätte es gedacht? Nimm dir jetzt wenigstens bitte noch die Kiste mit. Bitte, mach's für mich. Mach es für mich. Auf geht's, ab geht's. Okay, ja, rechts bisschen. Okay, schön. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, da war ich noch nie. Und er hat sogar so Glück, guck mal, wie die Kiste hingeht. Normalerweise geht die out of zone dann. Also, beziehungsweise, wenn du in Prison eine Kiste, so einen Sucher drauf startest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier irgendwie eine Kiste hast dann, oder als letzte Kiste noch, das würde ich jetzt sagen, nicht so hoch. Jetzt hat er da erstmal gecheckt, ob da jemand ist. Ah, schöner Blick unter die Map hier gerade. Ja, fahr nicht. Bleib im Auto stehen, was jeder auf der Minimap sieht. Bleib stehen. Gar kein Problem, Uncle Hessam. Ist gar kein Thema. Das ist gar kein Thema. Bleib da stehen. Keine Ahnung, geh dir kurz einen Kaffee ziehen. Geh dir kurz was zu essen holen oder so. Weil von den 9 Leuten, nö, will auch niemand hingucken. Ja, kurz sich einen Kaffee geholt oder so. Keine Ahnung. Kurz Einkäufe reingetragen. Und wieder. Und tschüss. Mach's gut, Uncle Hessam. Oder Uncle He, Sam, im Sinne von Uncle Sam, Hessam, He Sam, ich weiß nicht. Wir nennen ihn nur noch Onkel. Ja, smart. Zu dem Shop kannst du noch gehen. Komm, bieg bitte links ab und geh zum Shop. Ich guck nicht auf die Minimap. Und sein Auto ist auch gleich kaputt. Er hat zwar eine goldene Gasmaske, aber dann nimm doch den Shop. Oder den, oder den, oder... Das hat sich jetzt gelohnt. Ich übernehme das Teil. Mit dem fast kaputten Auto auch. Ah ja, nice Zuschauer. Ja, sehr geil. Unnormal geil. Ja, genau so will ich eigentlich. Ja, das ist übel geil. Ich liebe das Game. So den Job gegen die Wand geschmissen, da kommt ein LKW gefahren. Boah. LKW ist ausgestiegen und das Fahrzeug wird gleich kaputt sein, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ob das gut ausgeht. Ob das gut ausgeht. Er sieht doch auf der Drohne, er ist links. Er ist links, er ist links, er ist links. Ja. Da ist er. Da ist er. Hinter der Mauer halt. Also hinter dem... Nee, gar nicht hinter dem Zaun. Falsch, Lüge. Starke Shots. Nice, nice. Oh mein Gott, was gucke ich mir hier an? Er macht den Kill. Das ist krank. Er kommt ganz easy noch an seinen Loadout, weil er hat ja noch die Gasmaske, ne? Das ist ja kein Thema. Er wollte sich einfach unbedingt Geist holen, ne? Wollte sich unbedingt Geist holen. Jetzt seine Gasmaske weg. Und er nimmt das absolut kaputte Auto. Aber ich meine, für die paar Meter, okay, hat sich gelohnt. Fast gestorben noch. Hat noch ein Drittel Leben, ein bisschen mehr. Das ist so eine komische Runde. 7 Gegner noch insgesamt. Okay, irgendwie ist aber auch die Hälfte der Zone out of map schon.
Das ist so eine komische Lobby. Das ist wirklich einfach eine komische Lobby. Bis out of zone. Out of zone. Oh nein, was ist das für ein Spot? Und er kann da unnormal lange jetzt bleiben, wenn er wirklich Bock drauf hat. Aber er hat keinen Bock. Der Gegner hat auch keinen Bock auf gar nichts. Ja, du bist jetzt tot. Ja, du bist ja sowas von tot. Also du bist ja wirklich der Inbegriff von tot. Patrick MK7 mit Roskin. Roskin? Ja, ist ein Roskin. Und einem schönen lauten Husten im Gas. 5 Kills. Italien-Flagge. Ferra, Level 237. Mit Cold War MP5, glaube ich, Secondary, ja. Das sieht doch aber nach einer vernünftigen Klasse aus. Das sieht nach einem vernünftigen Spieler aus, sagen wir es so. Der, hat einen 39 Millisekunden Ping. Sieht gut aus. Scheint auch jetzt nicht lost zu sein oder so. Ja, okay. Okay. Dann schauen wir dem mal zu, wie der hier gegen 6 andere Leute, was der hier im Endfight macht. So eine seltsame Runde, wirklich, ohne Scheiß. Ich verstehe hier gar nichts. Ich verstehe hier überhaupt nichts. Ja, das sniped einer rechts hinten. Schön gesehen. Weg da. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, irgendwo da, wo er hinschaut, ja. Aber tendenziell eher noch ein bisschen weiter rechts sogar. Zum Loadout maybe? Ich weiß ja nicht, was er für Perks hat. Vielleicht hat er ja schon Geist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist seine MP5 nicht ganz nachgeladen. Mhm. Ja, ja, in Solo bei so einer Zone kann man auch echt mal ein bisschen warten, so am Lodi. Gar kein Thema. Okay, nimmt sich sein MP5 wieder mit und holt sich die Krieg raus. Okay. Die Krieg aus dem Battle Pass ist es, glaube ich, sogar. Honeycomb heißt sie, glaube ich. Oder beziehungsweise ist es halt so ein Honigwabenmuster. Honeycomb ist das auf Englisch. Ja, das ist auch eine schöne Zone. Ja, genau. So stelle ich mir das vor. So spielen, glaube ich, auch die 6 anderen Leute, die hier gerade noch auf der Map sind, nicht anders. Na, er ist sogar in der Zone. Ich könnte so nicht spielen, ohne Scheiß. Weil erstens ist das Risiko hoch, dass wenn dich jetzt jemand sieht, du bewegst dich halt dann gar nicht. Du kannst dann auch nicht reagieren. Er müsste jetzt erstmal, wenn jetzt jemand anfängt, auf ihn zu schießen, aufstehen und irgendwie movementen oder sich zu irgendwem drehen, bevor er was machen kann. Da würde ich lieber ohne Witz rummoven und vielleicht irgendwie eine gute Pose holen und dann in Bewegung bleiben. Weil sonst, er ist halt wirklich instant tot, wenn ihn jemand sieht, der ihn nicht sieht. Wenn ihn jemand sieht, den er nicht sieht, so, dann ist er halt tot. Ich glaube, der Schuss war, es klang zwar, als wäre der für ihn gedacht, aber ich glaube, war nicht so. Links oben haben noch welche gefightet halt. Es ist auch jetzt, also jetzt no front, so, ne? Ist aber auch kein guter Spieler. Ich zieh los. Level 237, also ich meine, der hat schon ein bisschen Game Time. Was bin ich für ein Level? Level 295. Nicht viel höher. Nicht viel höher. Vor allem dafür, dass ich eben jeden Tag im Stream das Game auch spiele. Das heißt, der muss auch schon echt viel gezockt haben, so, ne? 4 Leute live. Ich bin gespannt, ob Patrick das macht. Ja, jetzt geht er auch mal seinem MP5 nach. Gute Idee. Also da kommt keiner mehr. Hat auch keine Gasmaske. Muss, glaube ich, ein bisschen nach rechts ummoven. Checkt hier wirklich jede Ecke ab, wo hier noch einer kommen könnte. Und krabbelt da jetzt weiter in seinen Busch hinein oder eben raus. Mal schön ein bisschen Gänseblümchen mitnehmen. Okay, jetzt muss er sich bewegen. Das ist schöner an Battle Royale, ne? Campen kann man nicht für immer. Es sei denn, man hat das Glück seines Lebens. Ah, ist da nicht links einer gewesen? Ja. Adlerauge. Ich sag's immer wieder. Und die letzten 2 Fighten auch schon. Der wird jetzt gefinished. Ohne Schalldämpfer. Von Andy! Nein! Andy ist wieder da. Oh Gott. Digga, irgendwie, wir gucken nur den gleichen Leuten zu. Andy ist wieder da. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Andy gegen keine Ahnung wen. Die haben aber auch gerade schon gefightet. Irgendwo da hinten bei dem Busch oder bei dem Haus oder so. 1 gegen 1. Und es bewegt sich nichts. Man hört gar nichts. Man hört irgendwelche Käfer.
ist ein anderes Spiel, was ich hier gerade sehe. Das ist nicht Warzone. Das ist nicht Warzone. Ach, wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Er kann halt hier oben bleiben jetzt erstmal. Oh, jetzt muss er aber moven. Komm, Junge, raff dich jetzt. Auf geht's, Andi. Vielleicht liegt er, ist er direkt hinter der Hütte oder so. Er hat eine Gasmaske. Ist jetzt auch mein Guess gewesen, aber kann auch ganz anders sein. Ja, ist er nicht. Er ist rechts neben ihm. Er war direkt... Oh, oh mein Gott, Andi. Andi. Oh mein Gott, Panik. Panikattacke. Andi, Panikattacke. Andi, Panikattacke. Oh mein Gott, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Du musst in die Zone. Hallo, Andi, 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 bitte geh in die Zone. Oh mein Gott! Bullet Tooth Tony! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Runde sagen soll. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt hier mal die Lobby getrackt. Wir sind auf warzonestats.gg. Ich denke, viele von euch werden die Seite kennen. Da kann man so seine Runden tracken, was auch die Average KDs und sowas angeht. 0,78er KD Lobby war das im Schnitt. Median KD von 0,68. Und eine 0,78er KD Lobby ist schon sehr, sehr lecker. Aber für Solos jetzt auch nicht krass ungewöhnlich oder so. Also auch für meine KD, das kann auf jeden Fall mal passieren in Solos, weil es halt schwierig ist, 150 Solo-Leute zu finden auf einer KD-Range. Und Solo spielen sowieso weniger sehr gute Spieler. Die spielen dann meistens Trio oder Squad oder eben auch Duo. Aber Solo spielen eben ja nicht so viele. Aber das sieht hier generell echt sehr low aus. Wir gucken uns ein paar KDs an von den Leuten, die wir jetzt in Game gesehen haben. Hier dieser Tony, der die Runde gewonnen hat, 0,85er KD. Andizi mit einer 1,06er KD. Patrick mit einer 1,23er KD. Die haben jetzt nicht krass schlechte KDs oder sowas, die Leute, denen wir zugeschaut haben. Ne? Muss man auch mal sagen, 0,68er KD. Der liebe Ankel, den kann man sogar tracken. Der hat, mal gucken, wie viele Wins der hat. Er hat sogar 2 Wins erst. Okay, das ist krass. 1,75 Average Kills pro Game. Heftig. Stewie hatte eine 0,54er KD. Das war der Level 10er. Aber guckt euch mal die KDs hier an. 0,13, 0,39, 0,03. Tatan, was machst du? Zenu 0,14. Mohammed 0,3. Casual Killer 0,2. Ray Ray Okocha mit einer 0,26er KD. Das ist wirklich krass. Ich denke mal, es war ein ganz gutes Experiment. Und wie gesagt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr sowas noch öfter sehen wollt, wie ich auf anderen Servern spiele. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen verstört von der Runde. Aber ja, wenn euch's gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr noch neu auf dem Uncut-Channel seid, lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream jeden Tag ab 10:30 Uhr. Haut rein. Ciao, ciao.